Mein Name ist Paul Martens, ich bin im Bereich Business Development für Vendor Management zuständig und bin heute im Gespräch mit Julia. Hallo Paul, vielen Dank. Mein Name ist Julia Zimmermann. Ich bin ebenfalls Business Development Manager für den Bereich VMware bei uns bei der TechData und agiere als Partner Manager. Ja, wie gesagt, heute geht es um das Thema Partner Connect und wir wollen Sie informieren, was wurde denn prinzipiell jetzt verändert oder verbessert im neuen Partnerprogramm? Mhm. Haben wir da schon Fragen, Julia? Ja. Ja, da haben wir auf jeden Fall einiges. Prinzipiell kann man natürlich sagen, dass einiges an dem Layout geändert worden ist bei VMware. Also das kommt alles ein bisschen frischer und moderner rüber, wie das Portal gestaltet ist und sieht einfach ansprechender aus für die Partner. Dann kann man natürlich auch sagen, dass bei den Partnerleveln hat sich einiges getan. Wir haben jetzt nicht mehr wie vorher 3 Partnerstufen, nur noch haben wir jetzt 4 Stück. Da ist ja jetzt ein, der nennt sich Enrolled Authorized dazugekommen und die Hürden bzw. Anforderungen innerhalb des Programmes sind auch etwas angestiegen bei VMware. Ein anderer wesentlicher Punkt ist auch definitiv, dass die Programmgebühr jetzt für alle Partner gleich ist, wo sie ja vorher sehr unterschiedlich gewichtet war für die verschiedenen Partnerstufen. Naja, okay. Wie kommen denn die Partner generell damit zurecht? Gibt es da schon Meinungen oder Ansichten dazu? Ja, gibt es. Wir haben schon einige Erfahrungswerte und auch sehr viel Feedback von Partnern erhalten. Und man muss wirklich ehrlicherweise sagen, dass dort die Meinungen sehr geteilt sind und sehr weit auseinander gehen. Wir haben ja auch eine Xing-Gruppe ins Leben gerufen und haben da, wie du ja auch weißt, Paul, eine Umfrage gestartet. Genau, und bei dieser Umfrage sind die Meinungen sehr weit auseinandergegangen. Also wir haben ganz unterschiedliche Meinungen bekommen, von wir kommen sehr gut damit zurecht, bis hin zu wir brauchen mehr Unterstützungen bekommen. Und ja, es lässt sich halt sagen, dass bei der Umstellung einige Partner viel mehr Unterstützung brauchen als die anderen und einfach sich mit dem neuen Portal gerade zurechtfinden müssen. Okay. Was sind denn so die häufigsten Fragen, die bei uns aufschlagen, beim Hersteller oder auch bei dir oder bei mir? Mhm. Mit was werden wir konfrontiert? Primär. Sehr häufig und primär werden wir damit kontaktiert, was die Mindestanforderungen angeht. VMware hat ja hier beschlossen, dass der VSP Foundation sowie das Ethics und Compliance Training für jeden Partner verpflichtend ist. Und die meisten Fragen, die wir wirklich bekommen haben und auch immer noch zwischendurch bekommen, ist, wo man denn überhaupt diese Akkreditierungen finden kann. Genau. Dann eine andere Frage, die sehr häufig gestellt wird, ist, wann die Programmgebühren fällig sind. Weil im neuen Portal wird das Ganze noch nicht so angezeigt und leider gibt es noch keine konkrete Aussage darüber, wann die Programmgebühren fällig sind und das ist halt noch nicht ganz nachvollziehbar für den Partner. Okay. Ein anderer wichtiger Punkt ist definitiv auch, wo man die Tier-Credits sehen kann, weil die sind zurzeit leider nicht anzeigbar. Das heißt, der Partner weiß nicht so ganz, okay, wo stehe ich da, wie viele Tier-Credits fehlen mir vielleicht noch, dass ich in das nächste Level rutschen kann. Ja. Genau, also diese 3 Punkte, würde ich sagen, sind so die meistgestelltesten Fragen. Mhm. Sehr gut. Ja, dann sind wir doch soweit durch. Okay, ja, wie gesagt, interessante Geschichte. Wir bieten Ihnen an, in der Xing-Gruppe oder in so ein Xing-Portal mit reinzugehen. Stellen Sie dort Fragen, stellen Sie uns direkt Fragen. Unsere Kontaktdaten erfahren Sie im Anhang. Und wir würden uns freuen, Sie beim nächsten Teil, wo es dann um Tier-Credits geht, wieder begrüßen zu dürfen. Julia, danke und bis bald. Tschüss. Vielen Dank auch. Ciao.